previously at the Bureau, XCOM declassified. Los, draufhalten! Hier vorne direkt auf den Outsider. Ich bin mal so nett. Auf und davon! Testen wir's mal. Bam! Genau so und nicht anders muss es gemacht werden. Was in aller Welt ist das? Ach du! What will be happening as next? Dr. Weir? Nein, ich bin Dr. Lawrence Bailey, ein Kollege von Dr. Weir. Wir müssen zu Dr. Weir. Er ist in Gefahr. Das wollte ich allen auch klar machen. Dr. Weir. Aber er wollte nicht hören. Seit dem Angriff ist er im Observatorium. Im Observatorium? Was zum Teufel macht Weir im Observatorium? Will er noch einen Blick ins All werfen, bevor er gekillt wird? Unter dem Observatorium ist ein Labor. Dort haben wir an seinen Forschungen gearbeitet. Wir standen kurz vor dem Durchbruch und dann das. Tut mir wirklich sehr leid, aber wir können nicht warten. Ich weiß. Ich dachte, wenn ich diese Unterlagen besorge, lässt er sich vielleicht überzeugen. Wovon überzeugen? Wer sind Sie? Was haben Sie, wie haben Sie überlebt? Woran arbeitet er? Was ist so wichtig, dass er sein Leben riskiert, um es zu testen? Meine Theorie, oder besser unsere Theorie, besagt, dass es möglich ist, zwischen zwei Punkten im Raum nun so ziemlich alles zu übertragen. Sie glauben, so sind die Outsider hierher gekommen? Offenbar, aber mehr noch. Der Doktor und ich glauben, dass man auf diese Art auch zu den Outsidern gelangen könnte. Okay, Junge, du bitte mit uns direkt mitkommen, weil du bist genauso weit wie Dr. Weir. Scheiß auf wir hauen ab. Keine Waffen, keine Ausbildung. Wieso leben Sie noch? Ich kenne mich hier gut genug aus, um nicht gesehen zu werden. Zumindest, bevor Sie mit dem Terraforming anfingen. Keime? Terraforming? Sie meinen diese Maschinen, die wachsen? Ja, und sagen Sie allen bloß nicht, dass er sie studieren soll, sonst kriegen wir ihn nie dazu, von ihr abzuhauen. Wieso sollte ich das tun? Das könnte ich Sie auch fragen. Es macht mich nervös, wenn man meine Fragen nicht beantwortet. Verzeihen Sie, aber die sind hier durchgestürmt und haben jeden getötet, der sich wehrte. Meine Freunde, Kollegen, einige von denen sahen erst wie Menschen aus. Vor dem Angriff. Bei uns war es ganz genauso. Aber glauben Sie mir, das werden wir Ihnen heimzahlen. Alan kann Ihnen bestimmt helfen. Er ist sehr begabt. Tja, dann müssen wir ihn nur noch finden. Nehmen Sie den Weg, auf dem wir kamen. Die Straße ist frei. Wir versuchen dann, Sie zu evakuieren. Treffen wir uns lieber am Labor beim Observatorium. Ich kann außer Sicht bleiben. Lassen Sie mich also vorgehen. Sie würden nur auffallen. Das schaffen Sie nie. Vertrauen Sie mir. Ich mach das schon. Okay, na da bin ich mal gespannt. Barnes, wir haben Weirs Assistenten. Er sagt, der Doktor steckt im Labor unter dem Observatorium. Das liegt am anderen Ende des Campus. Geht hinten raus, da habt ihr freie Bahn. Gut. Schwer zu sagen, wie lange Weir dort durchhält. Meister und Schüler, das ist dann also Weirs. Und derjenige, mit dem wir uns gerade eben unterhalten haben. Und hier haben wir noch... Das sind die beiden zusammen. Aber mittlerweile glaube ich schon eher fast, dass den, den wir jetzt hier gefunden haben... Okay, hier gibt es eingeschlagene Alienköpfe. Oh. Abgeschafft. Die Wissenschaftler selbst aber gut fressen. Interessant. Wollen Sie den
einzusetzen. Ja, ich verstehe. Okay. So ganz durchgeblickt habe ich da jetzt zwar nicht, aber... Sieht aus wie Unterlagen von Lehrmaterial über Verschlüsselung von Signalen, Übertragungsmuster, elektromagnetisches Zeugs. Römische Dörfer für mich. Für mich auch, aber nicht für Weir. Darum brauchen wir ihn ja. Um noch mal zu meiner Theorie von gerade eben zurückzukommen. Ich kann mir echt vorstellen, weil jetzt hier alle möglichen Leute ja am Tod rumliegen und vegetieren sind, dass auch dieser komische Schüler mittlerweile infiziert ist oder infiltriert wurde. Und von dem her... Fork, hier ist eine Outsider-Waffe. Sie ist unbeschädigt. Alle, die wir bisher gesehen haben, sind explodiert, wenn ihr Besitzer starb. Die Jungs im Labor werden ziemlich scharf darauf sein. Ich sehe zu, ob ich sie sicherstellen kann. Vorsicht, Carter, das könnte eine Falle sein. Streulaser. Eine Nahkampfwaffe, die mehrere Laserstrahlen in einem Streuwinkel verschießt, lässt sich schnell hintereinander abfeuern. Nahkampfwaffe. Dann lass mal die Schrotflinte lieber hier. Wollen wir das Ding gleich mal einweihen, so gesehen, ne? Da ist das Observatorium. Jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Graue gesichtet. Oh, shit. Da hinten ist ein scheiß Laser. Anheben... Wir müssen zuerst zusehen, dass wir diesen scheiß Laser wegkriegen. Der Geschützturm, der muss da hinten irgendwie weg. Geht ihm an den Kragen. Da, den da. Entdeckung! Feinde! Angriff! Der gehört mir! Ich versuch's! Los, dahinter! Marschiere los! Kannst du dich irgendwie hier verstecken? So, und kann ich das Ding hochheben? Kann ich nicht. Ja gut, dann mache ich das. Ich brauche Heilung. Hier rüber. Ja, gleich. Ich gehe rein. Er kann nicht wiederbeleben. Hier, er. Wiederbeleben. Helfen Sie ihm hoch. Ich kümmere mich um ihn. Das will ich aber auch sehr stark hoffen. Lass ich ihn auch sterben? Nein, komm. Aktiviert. Wo bist du denn? Du stehst da hinten? Bist doch eigentlich außerhalb des Fokus. Deckung, da! Ändere die Position! Auf dieses Ziel konzentrieren! Der gehört mir! Okay, und du kümmerst dich mal da hinten. Los, draufhalten! Auf den da konzentrieren! Ziel bestätigt! Während ich... Rambo! Noch 20 Sekunden bis Heilung, Jungs. Auf! Boah, was zum Fick? Was machst du da? Kannst du nicht einfach da bleiben, wo ich gesagt habe, wo du hin sollst? Deckung! Setze mich in Bewegung! Und du greifst dann bitte...
Auf dieses Ziel konzentrieren. Denn an. Wir kümmern uns dann. Ja, 10 Sekunden noch. Halte durch. Wir können über diesen Vorplatz weiter. Puh, Fähigkeitspunkte verfügbar. Drücke Select, um Fähigkeiten von Chad Vasquez Kommando zu kaufen. Wieso kaufen? Die kosten doch nichts. Kommando Vasquez hat jetzt verfügbar einen Bonus, sendet eine Druckwelle aus, die Gegner wegstößt. Oh! Fein! Schlagen und stoßen Sie Feinde in der Nähe zurück und verwirren Sie sie. Der Schaden ist gering, aber man kann Gegner auf Abstand halten oder in eine Falle stoßen. Da fällt mir gerade was ein. Schade, ich habe keinen dabei, der bis jetzt wieder Minen legen kann. Einfach eine Mine reinschmeißen, reinstoßen und das Feuerwerk betrachten. Ja. Oh, Byron Rizzo hat auch einen dazu gekriegt. Und zwar, was hat er jetzt gekriegt? Impulswelle. Sendet eine Druckwelle aus, die Gegner wegstößt. Das hatten wir doch gerade eben schon. Ah ja, das stimmt ja, das ist nur noch Vasquez. Nee, wir brauchen da, bei den Kräften. So, was haben wir jetzt hier? Achso, der kann sich schon direkt spezialisieren in eine Richtung. Entweder senkt die Wahrscheinlichkeit, getroffen zu werden, deutlich. Oder aber stärkere Schaden mit Scharfschützengewehr. Mehr Schaden. Ja. Mehr Schaden ist immer gut. Ganz einfache Sache. Oder Taktik. Wer mehr Schaden macht, muss weniger einstecken. Oh oh, Falle. Was haben wir jetzt hier? Einsammeln, Munition, Schrotgewehr. Ich möchte mein Snipergewehr auf jeden Fall behalten. Noch bringt es mir auf jeden Fall was. Was haben wir? Oh. Munition voll, aber wir könnten doch die Waffe einfach mitnehmen. Munitionsart auch alles. Ich finde die Waffe geil. Wieso ist hier die Munition voll? Das kann gar nicht sein. Was ist denn hier? Achso, ist alles nur fürs... Naja, egal. Punktlandung. Bullshit. Kann ich das Ding hochziehen? Wegstoßen? Auf dieses Ziel konzentrieren. Ziel wird erfasst. Geben Sie ihm den Rest. Das ist Ihr Ziel. Ziel wird erfasst. Ich versuch's. Sie sind gefallen. Das war ein Volltreffer. Das habe ich irgendwie befürchtet. Nein, du sollst... Ah, du... Impulswelle. Baut Druck auf. Angriff. Da drauf. Und ich zünde mal die Heilung. Schießt auf die Beine, der ist am Straucheln. Versorgung hier drüben.
kommen über die Seite, die Schweine. Runter, bin unterwegs. Auf dieses Ziel konzentrieren. Verstanden. Noch 30 Sekunden bis Heilung. Aushalten, Jungs. Die Druckwelle ist wieder bereit. Wie sieht's aus mit dir? 55%? Schieße auf ihr Ziel! Auf dieses Ziel konzentrieren! Verstanden! Ah! 20 Sekunden noch bis Heilung. Aushalten! 15! 13! 10! 9! Nimm den Gen. Ziel wird erfasst. Und du bewegst dich mal ein bisschen weiter weg. Wie wär's denn mal mit versuch mal hier hinten hinzukommen? Los, da in Deckung. Und von dort unterwegs. Aus. Los, draufhalten. Fuck! Problem! Heilung aktiviert. Auf und davon! Puh! Und wo... Du bist da... Aber wieso bist du jetzt da hinten? Los, komm, lass schneller nach. Ist der alt genug zu fahren? Nein, ist er definitiv nicht. So, Jungs. Wir haben noch einen. Einen haben wir noch. Feind außer Gefecht. Hatten wir mal. Der macht gerade einen schönen Segler. Ui! Das können wir uns in Zeitlupe ansehen hier vorne. Der kann leider nicht mehr schreien, weil mir jetzt gerade erst auffällt. Der hat leider seinen Kopf verloren. War eher ein Roboter. Gebiet gesichert. Nice gemacht. Victor Carter, das Areal ist umstellt. Vom wegen Areal umstellt. Wir haben soeben ja alles freigeräumt. Wenn, dann umstellen wir jetzt hier das Gelände. Da vorne haben wir noch Munition. Unbedingt einsacken. Da haben wir wieder eine Schrotflinte. Granate. Da hinten haben wir auch noch was. Hier haben wir... Munition ist voll. Ist auch alles voll. Ja, okay. Wir haben alles, das heißt, wir können weiter. Aber wenn das jetzt schon so übel ist, dann frage ich mich erst, wie zum Henker soll das dann bitte schön in den höheren Missionen sein? Kommen dann 2 bis 3 davon gleichzeitig oder 5 Mutonen oder irgendwie so ein Scheiß? Der eine war ja schon krank. Sieht gerade ruhig aus. Mehr oder minder, wenn man die Leichen vom Boden jetzt nicht mitdenkt. To be continued. Next time at the Bureau, XCOM declassified. Wir wurden entdeckt. Sie müssen fliehen. Schnell! Nein, nein. Es gibt so vieles zu begreifen. Dr. Weir, wir müssen weg. Los! Nehmen Sie die Hände weg. Ich versuche, sie aufzuhalten. Aber sie kommen gleich. Sie müssen Dr. Weir in Sicherheit bringen. Er ist der Schlüssel zu Mosaic. Verstehe.